Überzeugungstricks. Drei Wörter mit unglaublicher Wirkung, die kaum jemand einsetzt. Wie Sie rhetorische Manipulation positiv verwenden. Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte sollten dieses Video anschauen, weil sie dann überzeugender sind. Gesund sein ist nun mal der wichtigste Zustand für Lebensqualität. Überzeugend sein ist die wichtigste Fähigkeit für Erfolg. Bis auf wenige Profis in den Medien, in der Schauspielerei oder überhaupt so in öffentlichen Positionen, Politiker gehören auch dazu, trainiert kaum jemand das Thema Überzeugungskraft. Unternehmer nicht, Selbstständige nicht, Führungskräfte nicht. Wer das dann tut, ist klar im Vorteil. Einzelne Worte sind deshalb so mächtig, weil sie bestimmte Dinge in uns auslösen. Sie geben zum Beispiel Sicherheit, liefern Anerkennung oder sorgen dafür, dass Sympathie entsteht. Und das Spannende dabei, es sind die besonders kleinen Worte mit der größten Wirkung. Das Wörtchen weil gehört dazu, weil es nämlich in unser Unterbewusstsein schlüpft. Denn Menschen brauchen einfach eine Begründung, dann ist alles gut. Und das wirkt sogar dann, wenn die Begründung völliger Blödsinn ist. Aufgepasst! Eine Studie, eine Untersuchung mit unglaublicher Wirkung. Eine Unibibliothek, über 20 Leute stehen an einem Kopierer an. Versuch, wann lassen die Menschen andere ganz nach vorne? Test Nummer 1, eine Person fragt, kann ich bitte nach vorne? Kaum jemand lässt die Person weiter. Stell dich hinten an, so wie alle anderen auch. Maximal 15% waren bereit, die Person nach vorne zu lassen. Testversion Nummer 2. Kann ich bitte nach vorne, weil ich es eilig habe? Also eine sinnvolle Begründung. Fast 70% der Personen lassen diesen Menschen nach vorne. Testversuch Nummer 3. Kann ich bitte nach vorne, weil ich kopieren muss? Völlige Blödsinnsbegründung. Alle anderen müssen ja auch kopieren. Aber über 60% der in der Schlange Steher lassen die Person tatsächlich vor. Das Wörtchen weil hat ausgereicht. Also das Wörtchen weil häufiger einsetzen, weil es Wirkung zeigt. Schauen Sie dieses Video weiter an, weil ich es extra für Sie gedreht habe. Wort Nummer 3. Das Wörtchen danke. Menschen lieben es, wenn sie Anerkennung einheimsen und wenn sich jemand bei ihnen bedankt. Anerkennung, Respekt, gute Kinderstube, alles das kommt hier zusammen und das mögen wir. Danke ist heutzutage sogar eine große Überraschung, denn es macht kaum noch jemand. Es ist besonders geworden. Manche tun sich ja schwer damit, Danke zu sagen, insbesondere Chefs. Denken Sie mal an Ihre Chefs, da wird schon der eine oder andere dabei sein. Dabei ist Danke so wertvoll, weil es Menschen motiviert und weil es gute Stimmung verbreitet. Menschen reagieren besonders positiv, wenn sie Anerkennung bekommen. Wir sind fast süchtig nach Anerkennung. Übrigens, positive Bewertungen unter dem Video, Sie wissen schon. Und noch besser, wer sich bedankt, fühlt sich alleine deswegen schon besser. Denn Dankbarkeit schafft Zufriedenheit. Das jedenfalls sagen Psychologen. Noch ein toller Effekt, wenn jemand Dankbarkeit bekommt, Anerkennung bekommt, dann sagt er, dieses Verhalten, das ich gerade gezeigt habe, das war richtig gut. Es fühlt sich auch für mich gut an. Und er wird sich weiterhin anstrengen, gerade dieses Verhalten, dieses positive Verhalten weiter zu zeigen. Das heißt, als Führungskraft bekommen Sie es mit Danke gut hin, dass Menschen mehr Leistung bringen. Unser drittes Wörtchen, das Wir. Wir erzeugt ein Wir-Gefühl, ein Gemeinschaftsgefühl und es schafft Zusammengehörigkeit. Sie erinnern sich, Barack Obama, yes, we can. Damit bringt man Leute zusammen und spaltet sie nicht. Das ist im Business-Kontext immer wieder sehr wichtig, wenn Sie Teams haben, wenn Sie Schnittstellenarbeit optimieren wollen zwischen Abteilungen, nutzen Sie das Wörtchen wir. Viele Leute sagen viel zu oft du oder sie, wenn es um Kritik geht oder ich, wenn es um Erfolg geht. Wir Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte haben mehr Erfolg und haben es auch leichter, wenn wir unsere Teams gut mit einbeziehen. So sagen wir in einer Präsentation zum Beispiel nicht, es ist Ihre Aufgabe, den Kunden zurückzugewinnen, machen Sie mal. Wir sagen in der Präsentation, es ist unsere Aufgabe, den Kunden zurückzugewinnen, packen wir es an. Nur wenn einzelne Personen gefordert sind, Konflikte aus dem Weg zu räumen oder Lösungen zu schaffen, nutzen sie eben nicht das Wir, sondern das Sie oder vielleicht das Du. Ansonsten, wenn alle im gleichen Boot sitzen, Sie natürlich mit dazu, nutzen Sie sehr viel häufiger das Wörtchen Wir. Wir ist stark. Zusammengefasst die drei Zauberwörter für besseres Überzeugen. Das Wörtchen Weil. Wir lieben eine Begründung. Wir brauchen Begründungen, um Entscheidungen zu treffen.
selbst wenn die Begründung Blödsinn ist. Lassen Sie mich bitte nach vorne, weil ich kopieren muss. Danke verursacht Anerkennung und lässt die Menschen sich wohlfühlen. Außerdem erzeugt das Wörtchen Danke Sympathie. Danke, dass Sie das Video bis hierhin geschaut haben. Das Wörtchen Wir, es schafft Gemeinschaftsgefühl. Wir sitzen alle im selben Boot und müssen klarkommen. Und wenn wir zusammenhalten, geht das alles viel leichter und wir werden erfolgreicher sein. Weil Danke Wir. Mehr Überzeugungskraft. Setzen Sie die drei Wörtchen häufiger ein.